Der erste FC Nürnberg gewinnt sein erstes Spiel in der neuen Saison gegen Greuter Fürth im Derby. Ja, 2 zu 0 gewinnt der erste FC Nürnberg. Verdient, muss man ganz klar sagen, Fürth hatte zwar deutlich mehr Ballbesitz, woraus sie aber nichts generiert haben und konnten nicht an der starken Leistung, die sie in Kiel gezeigt haben, anknüpfen. Und ja, Nürnberg hat natürlich eine Riesensteigerung gehabt zum letzten Spiel. Und das Derby gegen Fürth ist ja das am meisten gespielte Derby aller Zeiten, sogar öfter als Schalke und Dortmund. Ja, wie gesagt, mehr Schüsse aufs Tor, Schüsse allgemein und zwar deutlich weniger Beibesitz, aber damit haben sie deutlich mehr anstellen können und sind dann durch Christoph Davner in der 15. Minute in Führung gegangen. Auch verdient, super rausgespielt, ein bisschen glücklich, aber ja, die vierte Abwehr war nicht präsent. Und auch das 2-0 war super rausgespielt durch Manuel Winzheimer und war dann auch verdient. Und ja, das 2-0, glaube ich, spiegelt den Spielverlauf wieder. Es ist... Ein verdienter Sieg für Nürnberg am Ende und Fürth, ja, zum zweiten Mal keinen Sieg. Sind, glaube ich, noch nicht ganz angekommen nach dem Abstieg aus der Bundesliga. Und ja, Nürnberg hat einfach mehr mit dem Ball machen können, obwohl sie deutlich weniger davon hatten. Aber am Ende, wie gesagt, zählen die Tore, am Ende zählt das Resultat und am Ende zählen die drei Punkte. Das ist Fakt und Nürnberg ist jetzt wieder gut dabei. Und Fürth muss langsam gucken, dass sie sich fangen und in die Saison langsam reinkommen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ciao.